In der Stadtgemeinde Volzberg, da geht er gerade los, der traditionelle Faschingsumzug. Egal ob Cowboy oder Prinzessin, alle sind sie mit dabei. Und auch bei den Faschingswegen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Stimmung in der Volzberger Innenstadt war ausgelassen, als sich die insgesamt 15 Umzugswegen von ihrer schönsten, närrischsten Seite gezeigt haben. Fasching in Volzberg, eine Tradition, die sich großer Beliebtheit erfreut. Ich war mit ein paar Leuten geredet, die sich freuen, dass Traditionen eben aufrechterhalten werden. Dafür sind wir da. Und Freude haben wir auch damit. Egal ob Schule, Kindergarten oder Verein, alle waren sie beim Umzug mit dabei und allen hat es sichtlich Spaß gemacht. So auch unserem Werner Blumi Blumauer, der auf lustigste Art und Weise durchs Programm geführt hat. Und da hatte er auch gleich einen Kostümtipp, denn der nächste Fasching kommt bestimmt. Man muss aber wahrscheinlich immer schauen bei den Faschingskostümen, wie das Wetter ist. Frieren soll man auch nicht, man soll sich wohlfühlen. Und heute haben wir noch gehen als Römer. Römische Kultur ist ja auch wichtig. Wie lebe ich heute noch davon? Waren ja Wegbereiter auch. Die waren auch so witzig wie mir heute. Deswegen sind sie untergegangen. Für die zahlreichen Besucher, egal ob groß oder klein, gab es einiges zu sehen. Da kam man aus dem Staunen und vor allem dem Lachen gar nicht mehr hinaus. Der ganze Umzug hat mir gut gefallen. Ich sage, es ist gut, dass wieder mal was los ist in Volzberg. Die maskierten Leute, die großen Wegen, die Musik dazu, ja. Die Wegen, tolle Sache. Jedes Jahr ein Highlight in Volzberg. Ja, während einem Faschingsumzug, da kann so einiges passieren. Ich habe meinen Kameramann eingetauscht. Wir feiern jetzt noch ein bisschen und lassen den Fasching ordentlich ausklingen hier in Volzberg. Und ich gehe weiter nach Graz in die Landeshauptstadt. Danke, Martina. Das war also der Volzberger Faschingsumzug. Der Grazer Hauptplatz ist schon wirklich gut gefüllt. Und jetzt schauen wir mal, was der Grazer Faschingsumzug zu bieten hat. Wenn sich die Herrengasse und der Hauptplatz füllen, die Menschen bestens gelaunt und verkleidet sind, dann kann das nur bedeuten, dass es wieder Zeit ist für den legendären Grazer Faschingsumzug. Angeführt von dem Kinderprinzenpaar gab es einmal mehr viele kreative, lustige, schöne, ausgefallene und besondere Kostüme und Wegen zu bestaunen. Die Stimmung im Publikum war faschingsgemäß lustig und das lag mit Sicherheit nicht zuletzt an dem hohen Unterhaltungswert der Umzugsteilnehmer. Die Grazerinnen und Grazer haben einmal mehr bewiesen, dass man vor allem zu Fasching nicht alles ganz so ernst nehmen muss und die anderen und vor allem auch sich selbst einmal zum Narren halten kann. Wir sind gerade am Grazer Faschingsumzug. Was ist denn das Besondere da? Also ganz einfach die Stimmung in Graz. So einen Faschingsdienstag gibt es, glaube ich, nirgends, nicht einmal in Kärnten, soweit ich das beurteilen kann. Also perfekt. Das Wetter passt wieder seit Jahren. Es ist einfach eine super Stimmung. Der Umzug in erster Linie, der ja einzigartig ist in Österreich, im Fernsehen übertragen, den schaut sogar unsere Verwandtschaft in Bonn in Norddeutschland an. Alle sind am Faschingsdienstag so ein bisschen aus dem Häuschen und feiern den letzten Tag der Faschingszeit, trinken ein Glaserl. Was ist denn das Besondere am Grazer Fasching? Naja, erstens einmal die Tradition dieses Faschings. Man ist ja da mitten in Rio und glaubt, man ist in der Steiermark. Ja, dass er so verrückt und lustig ist. Das Besondere am Grazer Fasching ist erstens einmal der erste Grazer Faschingsclub und zweitens natürlich der kleine Zeitung Faschingsumzug. Das ist das Highlight am Ende des Faschings. Ja, was ich gesehen habe, war sehr lustig. Alles habe ich nicht gesehen, weil ich bin ja klein und da sehe ich nicht drüber. Das war's vom Grazer Hauptplatz mit dem Grazer Faschingsumzug. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal nach Leoben zu Marlene, was da so abgeht. Die gesamte Steiermark, die wird überrollt von Faschingsumzügen und wir sind heute vor Ort in Leoben. Viel Spaß! I'm sexy and I know it. Über 30 Wegen und zahlreiche Schaulustige feierten die fünfte Jahreszeit am Faschingdienstag auch in Leoben. Gegen 15 Uhr traf die Faschingsgilde samt dem Prinzenpaar ein und begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Also die Faschingsgilde Leoben hat das ganze Jahr Sitzungen und enden tut es eigentlich Faschingssamstag und Faschingdienstag. Das ist der Höhepunkt für die Leute, für ganz Leoben. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen. Heuer sind über 30 Wegen, die mitmachen.
Gott sei Dank wird das noch angenommen und Gott sei Dank machen die Leute mit. Gestartet wurde beim Merkomarkt und dann wurde am Hauptplatz gemeinsam mit Bürgermeister Kurt Wallner und dem Faschingsrat Gruppe für Gruppe begrüßt. Astronauten, Superhelden und Co. konnte man unter den Faschingsnarren finden. Es müssen unzählige Stunden für das Bauen der aufwendigen Wegen, Masken und Dekorationen aufgebracht worden sein. Umso mehr freuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Applaus der anwesenden Besucherinnen und Besucher. Also ich muss sagen, jetzt bin ich schon viele Jahre dabei und heute war es wieder mal so wie in früheren Zeiten. Die Leute haben sich bemüht, haben etwas Außergewöhnliches sich erdacht und auch mitgemacht und die Stimmung war auch sehr gut. Das ist immer das Wichtige. Ich weise immer darauf hin, dass die Leobner doch ein bisschen im Hinblick auf die Stimmung etwas tun sollen. Und da haben wir ein bisschen mitgeholfen. Wir haben auch Applaus eingespielt und natürlich haben wir auch ein bisschen mitgemacht, wenn die Musik ein bisschen lauter geworden ist. Und das ist wichtig, um die Menschen sozusagen in Schwingung zu setzen. Ich verabschiede mich jetzt recht herzlich aus Leoben mit dem Prinzenpaar Irina und Andi mit einem Hey du! Heute ist so ein schöner Tag!